Wir haben nun die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung nochmal vollständig rekapituliert in einer Stunde und nochmal klar gesagt, was die abhängige Wahrscheinlichkeit ist. Den einfachen Satz von Bayes haben wir sogar schon aus der abhängigen Wahrscheinlichkeit gesehen. Jetzt sehen wir, wie man mit Hilfe des Satzes von Bayes einen Bayes-Klassifizierer bauen kann. Das Setting der Klassifikation folgt dem Schema, das wir schon kennen. Wir haben irgendein Multiset von Feature-Vektoren x. Wir haben eine Menge von Klassen, in diesem Fall von vornherein verallgemeinert auf mehr als zwei Klassen. Und wir haben eine Reihe von Beispielen, bei denen die Feature-Vektoren Klassen zugeordnet sind. Und die Frage, die wir nun aufwerfen, ist, wie wahrscheinlich, beziehungsweise mit welchen gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten für Features und Klassen können wir denn D am besten erklären? Ausgangspunkt für den Bayes-Klassifizierer ist der Satz von Bayes. Hier in seiner allgemeinen Form gegeben ein Wahrscheinlichkeitsraum und eine Zerlegung des Ereignisraums in K-Ereignisse, bei der noch die Forderung zusätzlich da ist, dass die Wahrscheinlichkeit für jedes Einzelereignis AI größer als 0 ist. Dann gilt für jedes Ereignis B, dessen Wahrscheinlichkeit größer als 0 ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses AI aus der Zerlegung gegeben B berechnet werden kann als die Multiplikation der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von AI allein, multipliziert mit der abhängigen Wahrscheinlichkeit für B gegeben AI und das Ganze im Nenner nochmal für alle AI. Beachten Sie hier, dass hier im Nenner I an diese Summe gebunden ist, während wir hier das AI an dieses AI binden. Das ist nicht dasselbe wie hier unten. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir haben jetzt einfach eine Variable da gespart, auch um die Ähnlichkeit hier nochmal zu unterstreichen, dass hier im Prinzip zweimal dasselbe passiert. Wir nennen AI prior probability. Das ist unser Vorwissen, das wir einbringen können, wo immer wir es herbekommen. Kommen Sie sofort. Und wir nennen die abhängige Wahrscheinlichkeit, die wir errechnen wollen, AI gegeben B, a posteriori Wahrscheinlichkeit oder posterior probability. Jetzt die Frage. Sind alle diese AI-Ereignisse gleich groß? Nein. Anders als im anschaulichen Beispiel vorher gibt es hier kein Gleichgroßes. Irgendeine Zerlegung. Sie zerlegen sie einfach Sie zerlegen den Ereignisraum einfach in unterschiedliche Ereignisse und ob jetzt eins fast alles enthält und die anderen K-Ereignisse nur eins, ist völlig egal. Können auch nur zwei sein. Das ist halt der allgemeine Fall hier. Der Beweis für die Gültigkeit dieses Zusammenhangs geht wie folgt. Wir starten mit dem Begriff der abhängigen Wahrscheinlichkeit. AI gegeben B ist definiert als P von B und AI, die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für B. Und wir wissen nun schon, haben wir vorher schon gesehen, dass wir das auch dann schreiben können als die Wahrscheinlichkeit für P von AI multipliziert mit P von B gegeben AI, geteilt durch P von B. Alles, was jetzt noch folgt, ist die Anwendung des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit, wie wir sie vorhin gerade gesehen haben, für den Nenner und wir erhalten den Claim. Wie kann man jetzt endlich irgendwas Sinnvolles mit diesem Satz tun, was bezüglich unserer Aufgabe des Lernens und des Klassifizierens stattfinden. Das zeige ich Ihnen jetzt hier. Wir betrachten ein geläufiges Beispiel, das häufig herangezogen wird hier, um den Satz von Bayes zu erklären und gleichzeitig auch, um ein paar Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie medizinische Tests funktionieren. Es gibt Fälle von HIV-positiven Menschen und wir wissen, woher auch immer, aber wir wissen, dass in der Bevölkerung
eine prior probability, das heißt, dass 0,1% der Bevölkerung oder einer hinreichend großen Population diese Krankheit aufweisen oder mit dem HIV-Virus infiziert sind. Entweder wir haben eine Expertin befragt, das wäre subjektivistisch, oder es gab eine große Studie, eine große Erhebung, repräsentativ für eine hinreichend große Bevölkerung und es wurden systematisch geprüft, wie viele Menschen denn das HIV-Virus haben. Und wir wollen herausfinden, und das ist die Ursache hier, und die Wirkung der Tatsache, dass man das HIV-Virus hat, ist, dass zum Beispiel ein Test auf das Virus positiv ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür kennen wir jetzt noch nicht. Wir können sofort herleiten, man hat entweder das Virus oder man hat es nicht. Demzufolge können wir die Gegenwahrscheinlichkeit für das Ereignis A1 heranziehen, ausrechnen als 1 minus der Wahrscheinlichkeit für A1. Und 99,9% der Menschen haben nicht das HIV-Virus. Als nächsten Schritt schauen wir uns abhängige Wahrscheinlichkeiten an für das Auftreten positiver Tests. Gegeben einerseits, dass das HIV-Virus vorliegt und andererseits, dass das HIV-Virus nicht vorliegt, beziehungsweise, dass man sich infiziert hat oder nicht. Wir wissen aus klinischen Studien, aus Daten, die irgendjemand für uns erhoben hat, dass in 98% der Fälle, wenn man sich mit dem HIV-Virus infiziert hat, der Test auf das Virus positiv ist. Und wir wissen weiterhin aus den Studien, dass 3% der Fälle, wenn man sich nicht infiziert hat, der Test auch positiv ist. Wir können jetzt, der Einfachheit halber, hier schon die Wahrscheinlichkeit für B direkt ausrechnen. Satz der totalen Wahrscheinlichkeit wieder. Wir haben eine Zerlegung des Ergebnisraums. Es ist komplett A1 und A2 zusammen, sind alle Möglichkeiten, die da sind. Man kann das Virus nur haben oder nicht. Und deswegen können wir den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit hier anwenden und herausfinden, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines positiven Tests 0,031 ist. Daraufhin können wir den einfachen Satz von Bayes anwenden. Aber bevor wir das tun, warum wollen wir das denn überhaupt tun? Nun ja, die Diagnosesituation ist ja herauszufinden, ist ja eine umgekehrte Situation. Wir haben ja nicht immer irgendwelche Studien, die uns sagen, was Sache ist, sondern die Patienten kommen zu uns oder kommen zu einem Arzt oder einer Ärztin und wollen wissen, ob sie denn das HIV-Virus haben oder nicht. Arzt oder Ärztin führt einen Test durch und der Test ist positiv. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist denn das HIV-Virus wirklich da? Ursache, das Virus liegt vor, oder alternative Ursache, Vermutung, das HIV-Virus liegt nicht vor. Welche Hypothese trifft zu? Um die Wirkung des positiven Tests zu erklären. Hier also nochmal ganz klar der Unterschied. Ursachen und die Wirkung. Durch Anwendung des Satzes von Bayes können wir Ursache und Wirkung vertauschen. Wir können die Wahrscheinlichkeit für die Ursache feststellen, gegeben, dass eine Wirkung eingetreten ist. Gegeben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man das HIV-Virus hat, gegeben, dass der Test positiv ist. Ausschließlich auf Basis von Wissen über die umgekehrte Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Sowie unserem Vorwissen. Was schätzen die? Wie wahrscheinlich ist es, dass man das HIV-Virus hat, wenn der Test positiv ist? Auf Basis der gegebenen Informationen?
Ja. So 98% oder 97%. Das ist falsch. Man macht sich, Wahrscheinlichkeitsrechnung ist sehr es kann sehr unintuitiv sein und Sie werden vielleicht überrascht sein, die Wahrscheinlichkeit ist 3,2%. Warum? Ja. Weil es so viele Leute gibt, so viel mehr Leute gibt, die das Ganze nicht haben, dass diese kleine Fehlerrate an Menschen, die falsch positiv ausschlagen, die einfach mengenmäßig sehr groß ist, ein sehr großer Anteil ja. der Getesteten und somit auch der positiv Getesteten ausmacht. Ja, genau so ist es. Perfekt. Hier ist es nochmal dargestellt. Wir haben irgendeine Populationsgröße von 100.000, zum Beispiel aus dieser klinischen Studie hier. Wir sehen bezüglich der Wahrscheinlichkeit A1 hier, wie viele Menschen haben das HIV-Virus und wie viele nicht. Und für jede Situation können wir dann feststellen, anhand der klinischen Studiendaten, wie häufig denn der Test positiv war. Und wir können uns freuen, in Anführungszeichen, dass wenn das HIV-Virus vorliegt, wir in 98% von 100 Fällen uns sicher sein können, dass auch es erkannt, es richtigerweise erkannt wird und man nächste Schritte einleiten kann. Allerdings könnte es sein, dass sehr vielen Menschen ein positiver Test bescheinigt wird, obwohl sie das HIV-Virus gar nicht haben. Was macht man jetzt? Genau. Mehrere Tests oder noch sensitivere Tests. Dieser Test ist darauf ausgelegt, dass er einen hohen Recall hat. Er soll möglichst alle einschließen, die das Virus haben. Und man erkauft sich das, indem man an der Precision ein bisschen spart. Nämlich, man schließt auch viele Menschen mit ein, die das Virus in der Realität nicht haben. Die Indikatoren, die herangezogen werden von dem Test, die hier nicht zu sehen sind, die schlagen halt auf jeden Fall aus, wenn das Virus da ist. Oder fast auf jeden Fall. Intensivere Blutuntersuchungen, teurere Untersuchungen. Wenn dieser Test zum Beispiel sehr gering ist, kann man ihn skalieren. Also nicht sehr gering, sondern sehr günstig ist, kann man ihn skalieren, auf viele Menschen anwenden, viele Menschen vorscreenen und dann auf den wenigen verbleibenden Menschen, die positiv getestet wurden, einen sehr teuren Test durchführen, um mit hoher Sicherheit festzustellen, ob das Virus da ist oder nicht. Das gilt letztendlich für sehr viele andere medizinische Tests auch. Wir haben das bei Corona, bei den Corona-Tests live erlebt. Die Entwicklung solcher Tests. Und auch die Diskussion um solche Tests. Also das heißt, auch wenn ein Corona-Test angewendet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Corona vorliegt, erstmal gering. Wenn zwei Tage später die Symptome auftreten, kann man sich sicher sein oder man muss nochmal genauer hingucken. Das ändert natürlich nichts, gegebenenfalls am Verhalten, das sich daraus ergibt, wenn der Test positiv ist. Nichtsdestotrotz. Das kommt natürlich auf den Test an. Ich möchte keine verallgemeinerbaren Aussagen über alle Tests machen an dieser Stelle. Genau, so. Wie können wir jetzt einen Classifier bauen? Wir verallgemeinern die Situation ein bisschen. Anstatt nun nur ein Symptom abzufragen, hier in dem Fall nämlich einen positiven Test, schauen wir uns die zugrunde liegenden Indikatoren des Tests noch ein bisschen genauer an und welche Features denn herangezogen werden. Was wird gemessen? Welche Charakteristiken der Menschen werden gemessen? Wir haben ja also B1 bis BP. Und jetzt können Sie sehen, wie man verallgemeinern kann. Man kann natürlich jede Menge andere Objekte hier auch sehen, die Ursache ist die Klasse und die Wirkung sind die gemessenen Features für das Objekt der realen Welt. Diese Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von AI gegeben, dass B1 bis BP aufgetreten sind, das gemeinsame Ereignis B1 bis BP aufgetreten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, ja, steht ja auch nochmal, ich muss nicht nochmal sagen. Genau, wie können wir das nun auf ein Klassifikationsproblem anwenden? Entschuldigung, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Hier wird es eigentlich nochmal erklärt. Die AI sind das Klassenevent sozusagen. Das Ereignis, das eine Klasse berücksichtigt, die aus einer Zufallsvariable C gezogene Klasse. Und die BJ sind im Prinzip die Ereignisse bezüglich
der Features. Irgendein Objekt wird irgendeine Ausprägung irgendeines Features haben, XJ, und man zieht gegebenenfalls von den verschiedenen BJ1. Was wir in der realen Welt beobachten können, ist, wenn die Klasse vorliegt, die Verteilung der Features. Und was wir wissen wollen ist, wenn die Features vorliegen für irgendein Objekt, über das wir noch nichts wissen, was die Klasse ist. Wir möchten Ursache und Wirkung vertauschen. Und der Satz von Bayes, vielleicht überraschenderweise, erlaubt das. Wenn wir also genug Daten in der Welt gesammelt haben, die diese Relation hier uns hinreichend repräsentieren, dann können wir mit Hilfe des Satzes von Bayes herausfinden, welche von verschiedenen Erklärungsversuchen, Hypothesen, AI denn auf Basis dieser Feature-Repräsentation hier die beste ist, die wahrscheinlichste. Gegeben die Daten. Genau, das ist hier auch nochmal ausführlicher erklärt. Kommen wir also dann zum Naive Bayes. Naive Bayes suggeriert, dass wir hier irgendwas Naives tun. Und genau so ist es auch. Wir haben ein Problem, wenn wir das, was hier gezeigt ist, einfach so machen wollten. Nämlich, je mehr Features wir messen über die Objekte der realen Welt, umso mehr Daten müssen wir sammeln. Und das steigt nicht linear, das steigt exponentiell. Wir haben eine kombinatorische Explosion. Wenn wir 100 Features messen über die Objekte der realen Welt, dann müssen diese Features in all ihren möglichen Ausprägungen mit möglichst vielen Beispielen repräsentiert sein und Klassenzuordnung. Das können wir nicht leisten. So viele Daten gibt es in der Welt üblicherweise nicht für die realen Probleme, die wir mit Hilfe von solchen Lernverfahren lösen wollen. Deswegen machen wir einen, Kunstgriff und sagen, wir tun einfach mal so, als würden diese Features hier, diese Charakteristiken unabhängig voneinander auftreten. Das heißt, wenn für irgendein Objekt der realen Welt das Feature B1 auftritt, dann ist das unabhängig davon, statistisch unabhängig davon, wichtig, ob Feature B2, 3 oder 5 auftritt. Beispiel, ein Text. Ob das Wort und darin vorkommt, ist völlig unabhängig davon, ob das darin vorkommt. Oder A und B, ist alles, die einzelnen Worte sind unabhängig, so reiner Zufall. Ist in der Realität nicht der Fall. Texte sind so nicht gestrickt. Das nächste Wort hängt sehr wohl davon ab, was davor stand. Das sehen wir bei den Sprachmodellen. Nichtsdestotrotz, für den Naive Bayes Classifier machen wir diese vereinfachte Annahme, weil uns das die Datensammelsituation dramatisch entspannt. Diese Wahrscheinlichkeit hier also berechnen wir mit Hilfe der sogenannten Naive Bayes Assumption, die Annahme oder die Naive Bayes Annahme, als Produkt der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Features BJ, gegeben, dass die Klasse AI aufgetreten ist. Für über alle J. Das ist statistisch falsch für die allermeisten realen Situationen. Aber, und das ist das Interessante daran, es funktioniert ganz gut. Wir können nun also herausfinden, welche Klasse für irgendein Objekt zutrifft, gegeben den Satz von Bayes und diese Abschätzung hier. Und indem wir einfach herausfinden, für welches mögliche Ereignis AI bzw. für welche mögliche Klasse ist denn diese Formel hier am größten. Und mit Naive Bayes machen wir halt diese vereinfachende Annahme und lassen gleichzeitig noch den Nenner weg, wie wir eben schon zweimal gesehen haben. Denn wir sind ja nur an der wahrscheinlichsten Klasse interessiert, nicht an der Wahrscheinlichkeit für die Klasse. Wir erhalten also ein Ranking von Klassenzuordnung mit irgendwelchen Werten, nicht notwendigerweise eine Wahrscheinlichkeit. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeit haben wollten, dann müssten wir noch zwei zusätzliche Annahmen tätigen, nämlich, dass die Zerlegung
in mögliche Erklärungen, in mögliche Klassen komplett ist. Es gibt keine anderen Klassen mehr. Und dass die Klassen paarweise, paarweise disjunkt sind. Wenn das der Fall ist, dann können wir die Naive Bayes Assumption ebenso einerseits mit dem Umweg über den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit nochmal anwenden für den Nenner, haben den Satz von Bayes wieder und können dann ausrechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit für die Klasse AI gegeben, den Feature-Vektor B1 bis BP. Eine Menge Annahmen stecken hier drin. Diese Annahmen treffen in der Realität auch oft nicht zu, aber zumindest hat man eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit. Und das Ganze können wir jetzt hier nochmal insgesamt rekapitulieren, und dann bin ich auch fast schon am Ende. Die Konstruktion eines Naive-Bayes Classifiers funktioniert, indem man Daten erhebt, beziehungsweise die Daten, die einem zur Verfügung stehen, nimmt, die Prior Probabilities daraus schätzt für das Auftreten der Klassen. Man schätzt aus den Daten auch die abhängigen Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer bestimmten Feature-Ausprägung, gegeben das Auftreten einer Klasse, und kann dann die wahrscheinlichste Klasse ausrechnen. Wenn ich diese Priors ändere auf Basis subjektiven Vorwissens, dann habe ich ein subjektivistisches Verfahren, ansonsten habe ich rein frequentistisch gearbeitet. Ich habe einfach nur die Maximum Likelihood des Priors hier ausgerechnet aus den Daten. Wir lernen also weiterhin aus Daten, anders als bei den vorigen Lernverfahren, durchsuchen wir hier keinen Hypothesenraum, obwohl es ihn gibt, der ist auf der Bemerkungsfolie beschrieben, sondern wir berechnen die beste Hypothese oder die Wahrscheinlichkeit für die beste Hypothese direkt. Es folgt jetzt noch ein ganz kurzes Beispiel, das Sie selbst nachvollziehen können. Das kennen Sie schon, das Enjoy-Surfing-Beispiel aus dem Konzeptlernen und die Frage, was ist denn die Klasse dieses Feature-Vektors Sunny, Cold, High, Strong bezüglich der Features hier. Wir sehen hier vier mögliche Features mit ihren konkreten Ausprägungen. Das heißt, diese Ereignisse sind eingetreten und wir können auf diese Weise nun, wie hier zu sehen, für jede einzelne Klasse berechnen, was denn die wahrscheinlichste ist. Enjoy Surfing ja oder nein. Und dann durch einfache Verwendung des Zählers der Bayes-Formel. Das Ganze hier nochmal ausgeschrieben. Sie müssen also einfach nur die Zahlen berechnen auf Basis der Tabelle, die zuvor zu sehen war, und erhalten dann folgendes Ranking. Bezüglich des Beispiels ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Surfen nicht toll findet, gegeben die Daten am geringsten. Das ist nicht die Wahrscheinlichkeit, das ist nur der Wert, der berechnet wurde. Wenn ich eine Wahrscheinlichkeit errechnen wollte, kann ich das natürlich auch tun. Wenn ich C und D annehme, dann erhalte ich so eine 80-20 Wahrscheinlichkeit. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank.